Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Poké-Duel. Wir sind mit dem Labyrinth rausgelassen worden. Waren wir hier schon? Oh, was ist hier eigentlich? Haben wir hier irgendwas, was wir noch nicht haben? Ja, ein Necroshade. Oh, ho. Wie sieht denn der Rest so aus? Oh, ganz gut. Mystische Elf hat gut nachgelevelt. Ich lasse sie noch den EP-Teil erhalten. Hey. Okay, Gift-Typ. Mal was Neues. Hier waren Blutzugs im Original, glaube ich. Ja, Anstaltbewerb. Was wollte ich sagen? Ach ja. Ich mache so, dass sie noch den EP-Teil behält, solange sie das niedrigste Level hat. Ist an sich eine gute Taktik, das Viech mit den niedrigsten Level einfach immer den EP-Teil erhalten lassen. Schadet nichts und auf die Art verhindert man, dass man irgendwie ein Viech vernachlässigt. So, brauchen wir unsere Superbälle auf. There we go. Weiterer Proklix-Eintrag für uns. Haben wir auch einen Necroshade. So, liegt hier ein verstecktes Item. Ah ja. Nichts, okay. Gut, dann sind wir hier fertig. Oh, anscheinend nicht. Wingman ist nach vorne, fällt mir gerade ein. Ups. So, noch ein Vogelfänger, was hast du? Du hast einen Kuribu. Nicht mehr geflügelt? Lame. Aber wir sind paralysiert, also heißt das schon nicht trotzdem, uns umzulegen. Yep. Okay, war sogar eine Quick Attack, dass wir sogar wurscht wissen, ob wir paralysiert sind. Dann zeig doch mal, was du kannst. Also, Surfer, das wissen wir. Und es regnet. Also, Puff. Okay, Quick Attack. Und jetzt Puff. Dass es regnet, sollte dem nochmal einen ganz ordentlichen... Japp. Noch ein Level Up. Heilglocke. Was hat das nochmal gemacht? Status-Effekte, glaube ich, oder? Ja. Nehmen wir das? Ich glaube nicht, nee. Attract kann auch gut werden, wenn's nervig, wenn man mal nervig wird. Oh, das ist ein Pflanzenmonster. Fällt mir gerade ein. Was Donnerwelle kann. Machen wir mal so. Mal gucken, wie viel Schaden wir in dem Regen machen. Und wenn nicht, dann können wir immer noch rauswechseln, wenn es zu nervig wird. Ah, wir können auch nerven, Kumpel. Ich könnte theoretisch Ackerwelle machen, mit der Idee, dass ich vielleicht paralysiere. Und yo! Okay, also wir halten fest. Ich hätte einfach direkt angreifen können. Ich hätte mal die Stats checken sollen. Kann sein, dass wir echt gute Defensivwerte haben? Der Regen ist halt komplett GG gerade. So, jetzt kommt noch ein Wing-Kuribu. Okay, wir bleiben drin. Dann nochmal ein Surfer zum Gute. Der Pokémon-Kolosseum-Kommentator, der hat solche blöden Sprüche gehabt zum Teil. Chimera, bleib mal drin. So, dann alles so viel mehr Sinn. Ich meine, diese ganze Sache mit dem extremen Werten, der gute Defensive und dem Surfer, der reinknallt, wird halt alles so viel mehr Sinn machen, wenn wir keine mystische Elfe wären, sondern, keine Ahnung, Aquamador.
Der hat ja auch eine Entwicklung. Neo Aquamador. Naja, whatever. Out of power. So, dann setzen wir dich doch... Oh, du bist schon vorne. Okay, perfekt. In dem Fall... geben wir die... Shellbell... falscher Knopf. Nein, wieso kann ich das überhaupt usen? Wieso gibt es die Option, das zu usen, wenn ich das nicht usen kann? So, und Super Potion. So, also Defensivwerte checken wollte ich. Was hast denn du in der Defensive so alles? Ist nicht ohne. Ist nicht übertrieben viel, aber ist nicht ohne. Also warte, wie viel ist der Spätzattack? Auch nicht schlecht. Schön aussichtliche Werte eigentlich. Nicht hier was? Nein, schade. Nicht hier was? Auch nicht. Okay, dann sind wir jetzt hier. Das heißt, wir wollen hier lang. Meine süßen Pokémon wollen deine Bekanntschaft machen. Dann bring deine süßen Pokémon mal raus. Mal gucken, ob die wirklich süß sind. Du hast einen komischen Geschmack, Mädchen. Es regnet. So, dann Surfer. Alter, der Schaden halt echt. Und ja gut, mit Regen ist halt einfach GG. Noch ein Level. Also wenn man sich überlegt, welches Level die war, okay, beim Summon Skull bleiben wir jetzt dann vielleicht auch nicht drin. Wobei, doch bleiben wir. Es regnet, sind wir mal gierig. Ich glaube es nicht, dass Mudslap mehr Schaden macht als der Surfer. Und er macht nicht mal einen Elektro-Move, okay. Dachtest wohl, dass ich auswechsle. Aber nein. Und nochmal healen mit der Shellbell. Ja, Überrest ist effizienter, ich weiß. Und ein Pumpkin, also noch was, was resistet. Und wir geben einfach keinen drauf, denn es regnet. Und wir haben einen Surfer. Okay, das ist vielleicht jetzt doch ein bisschen zu tanky. Der Kürbis ist tanky. Und der kann Fluch. Okay. Wir kriegen den Schaden erst nach dem Wechsel, das heißt... Und den Schaden kriegen wir ja sowieso. Das heißt, ich glaube, jetzt wird einfach Angreifen am meisten Sinn. Und dann jetzt halt direkt wechseln und sollte erst dann triggern, wenn das neue Viech reinkommt oder halt eben nicht, weil wir rausgewechselt sind. Das würde, glaube ich, in Generation 4 gennen, dass Afflictions erst triggern und dann die Frage nach dem Wechsel kommt. Aber in Generation 3 sollte es noch so gewesen sein. So, stiller Magier Level 4. Wir gehen mal von Psycho aus. Schweigsamer Magier, sorry. Du siehst nicht nach dem Level 4er aus, du siehst nach diesem Zwischenviech aus. Also, das ist also einfach nur schweigsamer Magier, der kein Level im Namen hat. Jupp, Psycho. An dem Punkt stellt sich die Frage, ob wir die Psycho-Arena vielleicht vorher machen. Vorausgesetzt, das ist eine Psycho-Arena. Ich hatte erwartet, dass wir Espa Roba als Gegner haben. Aber anscheinend ja nicht. So, ja, tut das mal gerade drin. Nehmen wir die zwar noch mit. Oh, das ist kein Doppelkampf. Ja, dann haben wir wohl so einen Kampf gegen dich. Ich war jetzt voll von einem Doppelkampf ausgegangen. Rotäugiges schwarzes Küken, das ertränken wir einmal. Und dann wollte ich noch nach Prismania gehen. Und gucken,
ob wir einen Wasserstein brauchen für die mystische Elfe. Und ein Beta. Ja, okay. Du bleibst aber auf jeden Fall drin. Da können wir uns sogar AP auf dem Surfer sparen. Was richtig geil wäre, wäre eine Eisattacke. Denn das ist gegen mehrere Viecher von Sullivan effizient. Also ja, wenn wir eine... Ich könnte mir mit den Münzen auch Eisstrahl kaufen statt Flammenwurf. Nur mal so. Gut, ich kämpfe mit dir, Schätzchen. So, und du hast Dark Magician Girl. Die immer noch eine Apprentice Illusion Magician ist, aber hey. Belassen wir es dabei. Ui. Du stehst noch, das ist beeindruckend. Und süßer Kuss. Oder war das Bitterkuss im Deutschen? Es gab mehrere Kussattacken. Na komm. Wenigstens halt mal genug. Das kannst du gerne machen. Ich hatte nicht vor, dich physisch anzugreifen. Komm schon. Ich hätte dir echt Überreste geben sollen. Unsere Spätzle ist übrigens noch besser als unsere physische Def. Also, ja. Danke. Holy cow. Wer sind der andere Überresteträger eigentlich außer Cyberdrache? Weil die ist ziemlich tanky. Auf der macht Überreste eigentlich sogar ziemlich viel Sinn. Yay, 32. Feral Imp. Das würde Sinn machen, wenn du ein Elektro-Pokémon wärst. Von unserem Anime her. Aber testen wir das mal. Ach ja, wir sind confused, da war was. Danke. So, bist du Elektro? Ja. Merkt man. Können wir das bitte aus der Confusion raussnappen? Danke. Du bist doch nicht Elektro. Was resistet sowohl Wasser als auch Boden? Pflanze? Ist der ein Pflanzentyp? Ich meine, Wasser wäre noch komischer. Pflanze halt wieder wegen der Farbe. Das macht keinen Sinn, aber... Hat ja bisher nicht durch den Dritten gemeldet. Ist wahrscheinlich ein Pflanzentyp. What the fuck? Tickle. Ich war jetzt voll von Ruckzucki ausgegangen. Deswegen habe ich die Super Potion überhaupt benutzt. Ha. Huh. Sachen gibt's. Okay. So, weg mit dir. Ich überlege gerade in der Feuerarena, wenn wir wahrscheinlich Axel haben, oder? Blue Eyes, ja, hallo. Eisattacke ist leider noch nicht drin. Mal gucken, ob es trotzdem langt. Im Regen? Okay, Crit. War jetzt nicht sehr repräsentativ. Ich komme noch nicht drauf, dass der Level 45 Viech hat. Kommen wir wahrscheinlich am besten mit klar, wenn wir... So, also du hast die Überreste, das wissen wir ja. Wer hat noch Überreste? Du. Na gut, du bist auch tanky. Dann behalt du mal die Überreste. Nee, gib du her.
Dann geben wir die die Überreste. Ja, wir tauschen. Und dann kriegst du die Shellbell. Ja. Machen wir es mal so. Und wir haben Choice Band, sehe ich gerade. Damit können wir auch noch Ständigens machen. Meine Vogel-Pokémon wollen mit dir kämpfen. Ich glaube, ich fliege mal kurz nach Prismania und komme dann wieder hierher. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Sonst vergessen wir das wieder. Sonic Bird. Surfer. Ich weiß, sehr einfallsreich. So, und dann haben wir noch einen... Warte, FL Wingman? Oh, Flammenflügelmann! Na, wenn du mal kein Feuertyp bist. Im Regen. Gegen Wasser. Der natürlich Doppelteam kann, weil warum auch nicht? Na, danke. Jupp, erwartungsgemäß. Jetzt ist die Frage, wir haben schon Avian und Burstinatrix gesehen. Kommt Flammenflügelmann aus Avian oder Burstinatrix? Oder haben wir beide gesehen? Das bin ich mir gar nicht mehr sicher. Achso, warte, welches Level bist du jetzt inzwischen? Ah, da, 33. Okay. Dann machen wir so. Und so. Und ja, dann holen wir einen Wasserstein und dann geht's hierher zurück, würde ich mal sagen. Also erstmal ins Pokécenter. Wenn wir eh da landen, dann nehmen wir es auch gleich mit. Ja, wir würden gerne bitte einmal heilen. Jetzt ist halt echt gut, einen Kampffahnder dazu haben. Naja. Noch haben wir ja Sachen zu tun. Und wie gesagt, unter Umständen ist es sogar besser. Könnte es die bessere Idee sein. Ich meine, die Trainer in der Arena waren ja gar nicht so krass. Und die meisten Viecher von Solomon gingen auch. Der Level 45er war halt. So, hast du den Stein? Nee, du hast Bälle. Du? Ach, du hattest TMs. Brüller, Hyperstrahl, Schaufler, Brick Break, Secret Power. Wir haben doch noch einen Schaufler bekommen, glaube ich. Bei der Quest da von Team Rocket, oder? Haben wir den noch? Fällt mir gerade mal so auf. Giga-Dön haben wir auch noch. Kann das einer von uns zufällig? Ja, okay, hab mich auch gewundert. Safeguard, Frustration. Hier, Dick. Jo, bei Kyrion. Du greifst eh physisch an, also... Geben wir das dir mal. So lustig Walzer auch ist... Bleib aber bei Steinhagel. So, Coverage. Nicht, was wir wollten, aber hey. Wenn ihr das noch kriegt. Reflect, Shockwave, Rock Tomb, Aerial Ace. Nest Attack, Thief, Steel Wings, Netch, okay. Gut, dann nächster Stock. Was kannst du denn? Achso, richtig, du bringst mir Konter bei. Richtig, im dritten Stock gab es nichts zu kaufen. Da gab es nur Geschenk Konter. Hier Entwicklungssteine. Ja. Gib her. Und wenn wir dabei sind, können wir, glaube ich, auch gleich einen Mondstein testen. So. Nee. Okay. Warte. Nee, hab ich gerade verguckt, dachte gerade was. Moonstone, ja. Auch nix, okay. Dann wohl durch Level Up. Dann radeln wir schnell zurück. Also, wir gehen hier kurz hin und her, weil wir in Gebäuden nicht rennen können, weil warum sollte man in Gebäuden rennen können? Ich meine, Fahrrad verstehe ich ja noch so halbwegs.
So, Fly. Nach Fuchsia. Und dann geradet wird. Das schaffen wir gerade noch in dem Part. Dass wir die nämlich komplett confused zurücklassen. Sondern einfach nur denkt, wir wären nicht vorangekommen. Ich frage mich ja, wenn sich mystische Elfe entwickelt, zu was? Ach halt. Hier ging's hoch. So, ins Labyrinth. Hier rum. Na komm, so. Hier lang. Nee. Warte. Oh, der war noch. Oh, whatever. Bis morgen. Übermorgen.